Ja, hallo ihr Lieben. Ich begrüße euch. Ja, heute schon wieder ein Video von mir. Aber es tut schlussendlich, was es tut durch mich. Und das ist, wie das Göttliche durch uns wirkt. Ja, ich habe ein wundervolles Plätzchen ausgesucht. Es ist kälter als gedacht. Und was mich hierher treibt an diesem wundervollen Platz, ist für meine Seelengruppe und Seelenfamilie, für alle, die in einem Dualseelen-Zwillingsflammen-Seelenpartner-Prozess Verbindung sich befinden. Heute das Kollektiv Männliche. Ja, ein Update fürs Kollektiv Männliche. Ich habe für den Schluss habe ich hier, oder am Schluss werde ich diese zwei Botschaften vorlesen, die ich gezogen habe. Und die Botschaft ist diesmal von euren Herzmann in euer Herz gelegt. Ich habe dafür wieder zwei Symbole ausgewählt auf meinem Weg. Einmal den Tannenzapfen und einmal das Holzstück. Ja, meine Lieben. Kollektiv männlich, was sich gerade zeigt im Twin Flame, Dualseelen- und Seelenpartnerprozess, ist eine Energie von, ich nehme wie Geistesblitze wahr, Flashs, also Flashs in Form von, ja, Geistesblitze, das Bewusstwerden, das geistige Erwachen im Prozess, und es kommt wie so wie Blitze rein. Ja, ich kann es nur so beschreiben. Das ist wie wenn jemand die Lampe anzündet und aber auch wieder ausschaltet. Das sind so Funken von Momenten. Da, wo was richtig in die Bewusstwerdung, ins geistige Erwachen kommt. Das ist so eine starke Energie von Momenten, von, ja, wie Aha-Momente, so würde ich es beschreiben. Aha-Momente, die wie aus dem Nichts nach oben kommen, was sich zeigt in Bezug auf die Seelenpartnerschaft. Also ganz stark nehme ich diese Energie wahr, was sich zeigt in Bezug auf den Herzmensch. Das ist wie wenn das Klick macht und dann macht es nochmal Klick und dann macht es nochmal Klick. Das kann am Tag sein, aber auch in der Nacht, also dass da wie so Dinge vor dem dritten Auge erscheinen, die auf einmal so machen. So was ist es, ja, so, macht so. Und es sind sehr viele Momente gerade. Also da drückt was nach oben. Da erwacht was im Innen.
und steigt immer mehr und immer mehr nach oben und steigt mehr nach oben. Das nehme ich so wahr durch die innere Einkehr. Also viele auf der kollektiv männlichen Seite kommen gerade mit sich in Kontakt, sehr intensiv mit sich durch auch körperliche Beschwerden, durch Beschwerden, die sich zeigen im Körperlichen, wo wie kein, ja, wo sich wie nach innen stülpt, es stülpt sich das von außen wie nach innen und darum auch dieses immer mehr mit sich im Innen in Kontakt kommen, dieses Bewusstwerden, Aha-Momente, das aber wie so ein Aufflackern ist und dann wieder wie in die, ja, ich kann es nur so mit der Bewegung zeigen, es flackert auf und es flackert wieder auf, ja, so nehme ich es wahr. Dem Herzmensch gegenüber was in der Öffnung geschieht mit seinem Herzmensch, dass sich das auch wie immer mehr in ihm oder ihr ausdehnt, dieser Funke auch im Innen, dieses Glühen im Innen. Es ist wie ein inneres Glühen, das sich auch immer mehr ausdehnt und auch dieses Gefühl von, ja, ich würde es beschreiben, innerer Erfüllung, innere Ruhe, innere ja, das Erfüllen, das Füllen in innen und auch Erfühlen, also durch das Erfühlen kommt das Füllen im Innen und das dehnt sich gerade immer mehr aus. Also das ist wie ich könnte es jetzt so beschreiben, wie die Energie, die immer größer wird, also die sich auch von innen über den Körper hinaus dehnt und auch im Außen einen Ausdruck finden möchte. Also dieser innere Wunsch, der sich auch im Außen dann zeigen möchte. Im Wurzelchakra, in dem unteren Chakren, da ist noch, also ich fühle einfach da einen Druck, da drückt noch was, ja, da drücken noch Themen, da drücken noch so alte, abgespeicherte Dinge gerade. Auch wie ein Schmerz, der da noch liegt,
aber der sich auch schon wie breit macht. Also der macht sich bemerkbar, der macht sich breit und möchte schlussendlich auch angeschaut werden. Ja, das sind Themen, Beziehungsthemen, also Beziehungsthemen, die sich gerade zeigen. Aber noch im Verborgenen sind, also ich übersetze das energetisch, ja, also die sind noch wie unter einer Schicht gerade, aber da ist schon ein Druck wahrnehmbar und es breitet sich auch schon wie aus, ja. Ich schau mal, ob da noch was sich zeigt, ob da noch was gesprochen werden will. Ja, es ist sehr eine innere Einkehr, ein mit sich gerade sehr intensiv in Kontakt kommen. Ja. Ja, meine Lieben. Jetzt heute eine Botschaft für euch, von eurem Herzmensch in euer Herz gelegt. Ihr habt vielleicht schon ausgewählt, welches Herzerl ihr nehmen möchtet, und ich werde es jetzt vorlesen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich entscheide mich auch mal noch. Okay. Ich fange mit dem Tannenzapfen hier an und lese vor. Also was immer auch ihr jetzt gefragt habt oder um was es gerade geht, also die Antwort von eurem Herzen Mensch ist ja. Yes. Schön. Schöne Botschaft. Ja. Und für alle, die jetzt dieses Symbol gewählt haben, mit dem pinkfarbigen Herz, die Botschaft, die euch euer Herzmann ins Herz legt, ist für immer. Also, ja, für immer. Er weiß, dass diese Liebe und diese Verbindung ist. Für immer. Sie war schon immer, sie ist und sie wird immer sein. Sein, ja. Ja, ihr seht schon das wundervolle Plätzchen hier heute. Ich werde jetzt noch durch die Wälder ziehen, den Sonntagnachmittag mit mir und meinem Hund genießen, nachher einen schönen Kaffee trinken. Ja. Zeit mit mir genießen. Zeit mit mir genießen. Okay, ihr Lieben, ich sage Namaste. Für die, die mich immer noch nicht kennen, mein Name ist Andrea Maher. Ihr könnt da unten lesen, was ich mache, warum ich was mache. Und was meine Intention ist.
ja, dass ich in eine Dualseelen-Zwillingsflamme in Verbindung, Beziehung bin seit 2016, mich auf meinen Weg gebracht hat, unseren Weg gebracht hat. Da kommt mein Hund. ja, meine Begegnung mit meinem Schatz, mit meinem Herzmann. Ich danke dir, du wundervolle Seele. Ja, du holst das Edelste aus mir heraus. Ich danke dir. Ja. Ja, so wie ihr alle auch auf eurem Weg das Edelste aus euch erblüht und in die Welt strahlt. Und das ist total schön. Und da bin ich auch dankbar, auch wenn es manchmal schmerzt, der Schmerz in mir. Ja, aber dankbar. Ja, und so sind wir alle auf unserer ureigenen Reise. Jetzt, ihr dürft meinen Kanal abonnieren, ihr dürft mir auch ein Like geben, ihr dürft mir einen Kommentar schreiben. Ich freue mich immer von euch zu hören, ihr lieben Seelen da draußen. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Sonntagnachmittag oder Sonntagabend oder Wochenstart, wann auch immer ihr das Video schaut. Und sag jetzt Namaste. Ich grüße euch aus meinem Herzen und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.